Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Jungs. Und gestern Abend ist doch noch ein neues Event rausgekommen. Ich denke mal, ihr wisst es alle, denn das 4 Jahreszeiten Event ist da. Es ist jetzt kein, ja, ich sag mal, es ist kein richtiges Event. Es ist einfach nur so ein Adventskalender-Event. Ja, man muss sich halt jeden Tag anmelden. Und ja, es geht bis Tag 37. Okay, das ist ein bisschen lang. Man kann hier einen Buffon bekommen, wenn man 20 Mal abgeholt hat. Genau, aber ich denke mal, es wird noch was kommen, weil hier sind noch Zuckerstangen. Und die sind jetzt hier dazu. Kannst du im 4-Jahreszeit-Fußball-Kälte-Event einsetzen. Das wird dann wahrscheinlich noch kommen. Also das richtige Kälte-Event wird noch kommen. Das ist aber jetzt hier nur so ein Kalender, Adventskalender, sage ich jetzt mal. Aber das richtige Event wird noch kommen. Also nicht enttäuscht sein. Das ist jetzt nicht das richtige Freeze-Event. Das ist nur so ein Vor-Event. Ein Kalender halt. Das richtige wird, denke ich mal, morgen kommen, wenn das Harvest-Fest-Event vorbei ist. Genau. Heute Abend kommt auch der neue Star Pass raus. Den werde ich mir natürlich holen. Ganz klar hier. Star Pass ist so das Einzige, was sich lohnt aktuell, finde ich, in FIFA Mobile. So, hier haben wir nochmal hier schöne Skill Boost. Sehr schön. Ich denke mal, ich werde da nicht mehr bis hinten hinkommen. Aber was wir heute machen werden, wir gehen mal kurz ins Champions League Event rein, denn ich habe hier ein bisschen gespielt, ne? Ich habe hier das fertig gespielt. Habe ich alles durchgespielt. Somit habe ich jetzt, glaube ich, 500. Jawohl, wir haben genau 500 Punkte. Können uns die jetzt, können die einsetzen für die Münzen, die wir jetzt schön bekommen. Sehr schön. 2,1 Millionen Münzen und dann nochmal 650, dann haben wir Ousmane Dembélé. Aber ich wollte nur mal kurz in die Spielerkiste reingehen, denn ich will hier gerne noch ein Pack öffnen rechts. Mache ich jetzt mal direkt und ich hoffe, EA bitte, keine Erfahrungspunkte. Bitte EA, bitte gönnt. Bitte gönnt, machen wir mal 83 plus. 83 plus wäre ich zufrieden, aber bitte keine Erfahrungspunkte. Bitte EA gönnt. Ja, zu Antoni. Okay. Ist okay. Immerhin keine Erfahrungspunkte. Ist der Kulej noch was wert? Ich glaube nicht, ne? Der wird nichts mehr wert sein. Jupp. Naja, egal. Wen ich mir auf jeden Fall holen will, ist Boateng 90. Mein neuer IV. Ich glaube, der kostet, den kann ich mir jetzt nicht holen, aber ich glaube, der kostet so 2,8. Den fahre ich als nächstes. Ja, so ein bisschen teurer, 2,9. Den würde ich sehr gerne hinten drin haben. Und dann kommt er noch irgendwann Alaba. Warte mal. Ah, ich hab's. Ah, das ist auch wieder ein bisschen teurer. Ich habe vorhin geguckt. Nicht so teuer. 3 Millionen. Ja, hier 2,9. Der ist schon ein richtig geiler EV. Den will ich auf jeden Fall haben. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen Münzen. Wie gesagt, der Star Pass ändert sich heute. Kommt ein neuer raus. Und ich glaube, kann ich mir dann hier hinten. Aber ich glaube, Alaba wird schwer beim nächsten Mal, glaube ich. Beim nächsten Mal könnten wir uns Alaba holen. Oder? Nö, ich könnte, wenn ich genau 330 Punkte bekomme, könnte ich ihn bekommen. Lol, sehr geil. Okay, also den werde ich mir auf jeden Fall holen, den Star Pass. Ganz klar, aber was ich ja gestern schon angekündigt habe, werde ich auch heute machen. Und zwar den guten Gilavogi auf die gute 90 bringen. Weil mein erster 90 Plus-Spieler. Geil. Ich baller auch hier mit rein. Oder nee, die lasse ich nochmal. Aber ich komme hier mit Miranchuk kann rein. Und ja, dann halt hier die ganzen Erfahrungspunkte. Hier auf 90. Lol, kostet so viel. Kann ich hier nicht nochmal ein bisschen. Ach, soll ich die wirklich reinhauen? Nee, komm, ich mach's so, Jungs. Ich mach's so. Oder soll ich verbessern? Ja, komm, ich verbessere jetzt einfach. Scheiß drauf, mein erster 90 plus Spieler, Jungs. Jawohl, Digga, jawohl. Boah, das sieht geil aus. Das sieht wirklich geil aus.
Und wir haben die 97. Boom. Jawohl, lang habe ich drauf gewartet. Lang habe ich drauf gewartet. Ich würde sagen, wir verbessern auch gleich nochmal den Rang. Und zwar von Mukilo. Schämmer, der bleibt auf jeden Fall. Komm, hier nehmen wir glatt hier den hier rein. Zack. Also wie gesagt, ich denke mal, das darf was, wird mich dann nochmal ein bisschen hochpushen von den Münzen her. Damit wir uns einen Boateng holen können. Für die IV-Position. Und LV hätte ich gerne einen Halstenberg. Einen Halstenberg. Aber ich weiß nicht, der kostet. Der kostet ziemlich viel. Aber der wäre wirklich perfekt. Perfekt im LV. Perfekt hier für Benze Baini. Auf jeden Fall hier, denke ich mal. Oder hier, ich weiß nicht, gegen wen ich Boateng mache. Auf jeden Fall Boateng. Und hier den guten Dembele. Genau. Wir können noch mal kurz reingehen in Harvest-Event. Denn da habe ich auch noch ein paar Packs am Start. Ich habe doch hier wieder ein bisschen gespielt. Da können wir uns auch hier so... zwei Packs können wir uns mindestens abholen. Vielleicht sogar drei, wenn ihr gönnt. Okay, ihr gönnt Erfahrungspunkte. Dennis und Skillboosten in EA diesen Handschlag. Ich und die Erfahrungspunkte. Ja, ich sag's euch. Ich habe keine Facecam, ne? Aber ihr wisst jetzt genau, was ich machen würde. Ich und die Erfahrungspunkte sind so. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Das ist so krank, wie viel ich Erfahrungspunkte hier bekomme. Auf jeden Fall jetzt nochmal ein 78er Spieler. Ja. Kim Min Chai. Moin. Was geht? Danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Hab mich wirklich gefreut. Vielen Dank. So, ich gehe rein in ein Ligaspiel. Die Liga ist wieder absolut gut. Ich spiele aber mal hin. 95er. Ja. Mann. Immer dieser. Warum kriege ich so viele Erfahrungspunkte, ne? Wenn ich mal so viele Spieler bekommen würde wie Erfahrungspunkte, dann würde ich nicht mehr kann, ne? Oh, so ein Gilavogi 90 sieht schon nice aus. Es sieht schon geil aus. Wie gesagt, heute Abend der Star Pass werde ich euch ja morgen zeigen, dann im Video. Ich hoffe, da kommen coole Spieler. Aber wenn wir auf jeden Fall einen Alaba bekommen, das wäre zu geil. Also dann Alaba Boateng für die IV-Position, das ist nice. Also das ist wirklich sehr, sehr geil. Dann pushe ich mein Team. Ich hang so oft, also ich war, wie sage ich das, ich war die ganze Zeit auf der 96. Ich bin nicht nach vorne gekommen, egal was ich gemacht habe. Ich habe verbessert, Skillboost gekommen, ich bin nicht nach vorne gekommen. Jetzt bin ich auf der 97. Und ich glaube, wenn ich einen Alaba Boateng und einen Dembele reinmache, dann komme ich mindestens 99. Und wenn ich noch eine Halsmap bekomme, also mir kaufe. Ich pushe mein Team jetzt so hoch, weil ich einfach so lange auf dieser scheiß 96 war. Das hat mir schon richtig depressiv gemacht. Ich sehe so schon jeder Skywalker 101. Ich bin noch bei 96. Frech. Egal, aber ich werde jetzt alles dafür tun, dass ich jetzt mal auch hier schneller hochkomme mit der Gästebewertung. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Freeze Event, also aufs richtige Freeze Event. Das ist das Freeze Event auf Wish bestellt. Nein, das ist einfach nur ein Adventskalender. Der FIFA Mobile Adventskalender. So ungefähr, keine Ahnung. Aber ich finde es nice. Ich bin auch gespannt. Also, heute waren ja Gems drin im ersten Türchen. Okay, EA hängt einen Tag hinterher. Eigentlich, uns ist ja der zweite, bei EA ist heute der erste. Obwohl, wenn man mal eigentlich schlau überlegt, doch nicht. Heute ist ja auch irgendwie der zweite, weil wenn es um 20 Uhr aktualisiert, können wir auch den zweiten öffnen. Und heute ist ja noch der zweite. Also, wenn man es abends öffnet, dann ist es schon aktuell. Aber wir öffnen das, denke ich mal, also die meisten hier, denke ich jetzt mal, öffnen das jetzt so mittags oder morgens oder keine Ahnung. Am nächsten Tag so. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, was morgen drin ist. Ich hoffe auf Münzen. So, wenn EA eine Million Münzen gönnen würde, was die, glaube ich, nicht machen würde, aber ich würde das mit Kusshand aufnehmen. Eine Million Münzen, die können die so gut gebrauchen, Mann, ne? Könnte ich mir fast ein Boateng holen. Aber diese Boateng-Karte und diese Stats von Boateng, pff, da kann man nur Uff sagen.
Komm, mach ihn rein, Tolisso, bitte, bitte. Jawohl. 17 Tore haben wir hier geschafft, Jungs. Das ist doch eine schöne Zahl hier in dem Ligaturnier. Ich würde nicht jetzt sagen, das wird es gewesen sein. Wir sind wieder im Ohrvideo. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne ein Like auch da lassen. Und natürlich die Glocke aktivieren. Ja, könnt gerne noch die anderen beiden Videos auschecken, die jetzt im Outro kommen. Ja, ich bin raus. Haut rein und ciao.